Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Ihr seht gerade vor mir die Anura. Ja, so heißt die Firma. Oder die Maus heißt Anura? Ne, die Firma heißt anders. Epic Gear ist die Firma, Anura heißt die Maus. Genau, Anura ist die Maus. Und das ist eine Gaming-Maus. Und die hatte ich eben angeboxt und, also falls ihr das Unboxing sehen wollt, müsst ihr halt gucken. Das Unboxing ist auch im Kanal zu finden in der Kategorie Unboxing, logischerweise. Und jetzt wollen wir uns die Hardware mal ganz genau angucken. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ohne Kabel, wir machen einfach nur mal direkt die Maus als erstes. Und da fällt mir hier schon mal auf, hier haben wir, wie gesagt, das ist meine erste Gaming-Maus. Also wenn ich da was Falsches schreibe oder sage, besser gesagt, schreibt bitte in die Videobeschreibung, ach Quatsch, Videobeschreibung, unten einfach als Post drin und fertig ist. Und das Rad ist ziemlich weich, also nicht negativ weich, also es lässt sich weich steuern, hat aber diesen, ja, wie so ein Zahnrad, klick, 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 klick. Man merkt schon halt so einen kleinen Widerstand, aber es geht schön leicht von der Hand. Dann haben wir hier noch zwei Knöpfe, dann haben wir hier nochmal zwei Knöpfe, hier auch nochmal ein Knopf. Hier ist Gummi. Ja, hier ist gummiert. Ich mach mal hier noch ein bisschen Licht an, dass ihr vielleicht noch ein bisschen Ticken besser sehen könnt. Vor allem ich. Ach, das ist so ja leicht geriffelt, das Gummi. Ist ja geil. Oh, hier sind ja auch nochmal Knöpfe. Auch nochmal drei. Also haben wir hier 6, 7, 8 Knöpfe. Und dann halt die normalen noch dazu. 9, 10. Mausrad 11. Hier unten haben wir dann das Gummi. Ja. Oh, hier haben wir auch noch die... Aha, da kommen wir gleich dazu. Aber dieses Gummi fässt sich geil. Wartet mal, ich muss das mal kurz... Oh, die geht aber. Butterweich. Also ich hab die jetzt nur auf meinem Tisch hier liegen. Das ist normales Holz. Ich mach mal auf den Karton. Oh, geil. Also butterweich. Also ich habe jetzt hier, passt auf, ich zeig euch das. Ich hab den Kabel. Den halte ich jetzt nur hoch. Und ich mache nur Schubs an der Maus mit einem Finger. Butterweich. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Das ist cool. Wie gesagt, das ist meine erste Gaming-Maus. Knöpfe gehen gut. Und sie liegt auch echt gut in der Hand, muss ich sagen. Ich mag es ja, wenn diese Wölbung richtig schön nach oben kommt. Da kann ich meine Hand, ich habe eine relativ kleine Hand, also ja, eine große Hand für, also normale Hand für einen Mann, aber halt kleine Finger. Also kurze Finger, meine ich, kurze. Und die liegt hier wirklich, finde ich, jedenfalls, ja. Aber die liegt hier wirklich gut in der Hand. Meine Hand passt hier schön rauf. Aber nach vorne komme ich mit der Taste, muss ich noch weiter vor, glaube ich. Also mit diesen Tasten muss ich mich dann erstmal zurechtfinden, wie man da was macht. Also vorne komme ich mit dem Daumen bei mir nicht ran. Ich habe auch einen ziemlich kurzen Daumen. Aber ey, boah, die liegt wirklich geil in der Hand drin. Also lässt sich geil steuern. Und was ich giftig finde, ist, wenn ihr sie von der Seite seht, oben ist alles schwarz, hier ist nochmal so ein Gummi und hier unten seht ihr dieses Orange. Das geht komplett über die ganze Unterseite. Auch im Kabel. Und das verleiht der Maus einen richtig giftigen Touch, also im positiv giftigen, so aggressiv. Und hier haben wir jetzt praktisch nochmal die beiden Sensoren, einmal für links und rechts und einmal für hoch und, nee, Quatsch. Was ist denn links und rechts, was ist denn hoch und runter? Ich glaube, das ist links und rechts und das ist hoch und runter. Glaube ich, ich weiß es nicht, aber dafür sind die beiden da. Und dann haben wir hier noch einen kleinen, seht ihr da vielleicht so einen kleinen Schalter? Da können wir umschalten zwischen Laser, Host und Optimal. Ich lasse mal auf Optimal. Und jetzt gucken wir uns mal den Kabel an. Der wirkt schon extrem lang, muss ich sagen.
Ja, ist bei einer Gaming-Maus will man natürlich auch ein langes Kabel haben. Man will ja auch vernünftig zocken können. Oh, der ist wirklich, der ist. Ich werde das mal machen. Ich werde mal hier, seht ihr, direkt an der Maus anfassen. Und ich habe meine Arme so weit gestreckt, wie ich kann, und es hängt immer noch durch. Also die Länge des Kabels ist wirklich richtig geil. Vergoldete Kontakte. Also wenn ihr das seht, ist vergoldet. Selbst hier haben sie darauf geachtet, dass der Kabel hier vernünftig reingeht. Und der sitzt wirklich sehr fest drauf. Man hat hier auch Riffeln, dass man halt den vernünftig abziehen kann. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig geil. Ich finde den Look geil. Ich mag ja sowieso, die mich kennen, wissen es, ich mag sowieso schwarz. Schwarz ist meine absolute Lieblingsfarbe. Ja, ich weiß, schwarz ist keine Farbe. Aber ich mag es trotzdem und für mich ist es trotzdem eine Farbe. Oh, ich glaube, das leuchtet sogar. Das sieht so weißlich aus, so durchsichtig. Boah, ich bin so heiß auf den Hardware-Check gleich. Aber dieses Orange und mit in dieser Verbindung mit dem Schwarz, das kommt richtig giftig rüber. Vorne ist es auch ein bisschen mehr. Das kommt richtig giftig rüber. Oh, hammergeil. Also wir werden es auf jeden Fall gleich im Hardware-Check, werden wir uns das noch genauer angucken. Da werden wir denn das erste Mal die Software installieren. Also erstmal die Maus anschließen, die Software installieren. Ja, alles drum und dran werden wir machen. Und dann werde ich euch über die Webcam, werde ich euch die Maus dann nochmal zeigen, weil ich denke mal, das wird da leuchten. Und dann können wir uns das gleich mal ganz genau angucken. Ich werde das gerade mal so ein bisschen zu. So, dass das ein bisschen so drauf ist. So, das werde ich euch dann gleich ganz genau zeigen. Ich bin schon sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und wie gesagt, es ist meine erste Gaming-Maus. Wenn ich da irgendwie was falsch sage oder gemacht habe mit den Knöpfen, bitte klärt mich auf. Ich bin da gerade richtig, richtig heiß, weil der Karton sieht auch geil aus. Das ist auch halt für mich, weil ich habe ja meine Kartons, die mir gefallen, oder von den Produkten, die ich habe, habe ich ja auch im Wohnzimmer stehen. Da wird auch noch bald noch ein Ankündigungsvideo kommen. Die kommen dann woanders hin, wird alles ein bisschen anders irgendwann in der nächsten Zeit. Und da passt doch so ein Karton, der sieht doch richtig geil aus. Den kann man sich schön als Deko so ja noch irgendwo hinstellen zu seinen Kartons und das sieht so ja nach was aus. Also finde ich recht geil. So, das soll es aber jetzt soweit auch gewesen sein. Da verabschiede ich mich jetzt erstmal für das Hardware-Video. Wenn ihr den Hardware-Check sehen wollt, das erste Mal diese Gaming-Maus benutzen, dann bleibt einfach dran. Da kommt das nächste Video gleich hinterher. Bis dahin, Ahoi! Sagt euer Odin.